Hallo zusammen. Ja, diesmal ohne die Elke. Elke ist noch arbeiten. Die sagt auch immer, das wäre zu viel, wenn ich über die Mama spreche. Ja, wir reden natürlich viel mehr über die Mama zu Hause, als ihr so mitbekommt. Klar, logisch, ne? Passiert ja auch immer irgendwas. Und ich muss euch das aber mitteilen, weil ich helfe mir so selbst ein bisschen. Also, ich habe viele gute Ratschläge von euch gekriegt. Ihr habt von mir Ratschläge bekommen, die ihr gut fandet. Und manchmal weiß ich auch nicht weiter. So, und deswegen versuche ich das auf diesem Weg irgendwie zu, heißt das, kompensieren? Keine Ahnung, wie das heißt. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall hatte ich in dem Live-Video schon mal gesagt, dass die Mama so Probleme hat mit den Tabletten. Die muss morgens eine Tablette nehmen und eine Kautablette nehmen. Der eine ist groß, der andere ist klein. Dann hat sie sich die in ein Döschen reingepackt, die Döschen habe ich weggeworfen, dann hat sie sich in einen Eierbecher gepackt, da wusste sie dann nicht mehr, als ob sie sie genommen hat. Dann hat sie sie aus den Dingern rausgeholt, da wusste sie auch nicht mehr, ob sie genommen hat. Und wenn sie sie genommen, also wir haben dann jeden Morgen telefoniert, morgens um 7, und da habe ich gesagt, so Mama, jetzt nimm deine Tablette. So. Dann rief sie dann mittags an, dann rief sie nachmittags an und dann rief sie abends an. Die Elke hatte mir das schon vorher gesagt, muss ich dazu sagen. Die sagte, sag dem Pflegedienst Bescheid, dann kommen die morgens vorbei. Ja, okay. Ich habe das dann jetzt auch vorgestern gemacht und ich muss sagen, das klappt. Das klappt, wirklich. Also, was man dafür braucht, ist, ich weiß nicht, ob das über die Pflegestufe läuft, keine Ahnung, ist mir auch egal, aber man braucht eine Verordnung. Und diese Verordnung bekommt ihr beim Hausarzt. Das heißt also, der brauchte, normalerweise wäre die Mama heute Morgen selber dahin gefahren und hätte die abgeholt. Ich hatte die bestellt. Und dann, Vorsicht, es gibt verschiedene Verordnungen. Da muss mit draufstehen, dass derjenige, der vorbeikommt, auch sieht, dass die Mama sich die Dinger in den Mund steckt und runterschluckt. Das ist ganz wichtig. Da gibt es noch irgendwas, hat mir der Andreas Thiele gesagt. Was da auch noch draufstehen muss, das weiß ich aber nicht mehr. Auf jeden Fall nicht nur eine Verordnung, dass der Pflegedienst vorbeikommt und die Tabletten dahin legt, sondern der muss darauf aufpassen, dass der die auch, dass die Mama die auch nimmt. Das ist wichtig. Ja. Und ich muss sagen, die macht das jetzt 2 Tage mit Erfolg. Also, sie denkt nicht mehr, bitte. Achso, nee, am Anfang standen die Tabletten noch da, da wusste der Pflegedienst nicht, ob er die mitnehmen soll oder nicht. Und dann habe ich dann am ersten Tag gesagt, sage ich, bitte, bitte, nimm sie mit und gib ihr die immer nur. Weil die darf die einfach nicht sehen. Das war wie mein Papa, der hatte auch so eine Panik mit seinen Tabletten. Der hatte zwar 10 Stück, aber ich habe zwischendurch jetzt, wo ich da renoviert habe, habe ich die Tabletten auf der Erde gefunden. Also, ach, hätte ich das alles früher gewusst, wie das funktioniert. Lieber Gott, der Papa wäre noch am Leben. Ey, vielleicht. Ach, ich bin ein Arschloch. Echt. Da mache ich mir so Vorwürfe. Weil ich halt nicht Bescheid wusste. Hätte ich mich mehr damit beschäftigt, dann wäre er vielleicht noch da. Ja, naja. Ich kann leider nicht die Zeit zurückdrehen. Ich würde alles dafür tun, aber es geht nicht. Naja, auf jeden Fall bringt der Pflegedienst jetzt die Tabletten mit. Die schluckt die runter und sie ist befreit. Sie sagt auch selbst von sich, die Tabletten haben mich wahnsinnig gemacht. Die machen mich wahnsinnig. Alleine wenn ich die schon sehe und ich überlege, hast du sie genommen, hast du sie nicht genommen, hast du sie genommen, hast du sie nicht genommen. Das ist für die so ein Stein vom Herzen gefallen in den letzten 2 Tagen. Das ist unglaublich. Die wollte jetzt einen Aufruf machen, die Mama. Sie sucht jemanden. Der mit ihr ins Kino geht, mal ganz ehrlich, ich weiß, das hört sich bescheuert an, aber die möchte gerne ins Kino gehen und die sucht jemanden, der mit ihr ins Kino geht. So habe ich das auf jeden Fall eben verstanden und die ist klar im Kopf im Moment, wirklich. Also, ich finde das geil. Also, wenn einer Bock hat, der lieb ist, nett ist, charmant ist, ja, und möchte gerne mit der Mama ins Kino. Das ist ein offizieller Aufruf und ich würde mich freuen. Ja, Leute, das hört sich bescheuert an, ne, weil ich meinen Papa verloren habe. Aber wenn meine Mama das ihr Wunsch ist, mein Papa sein Wunsch war auch, Schokolade zu essen, obwohl er Diabetes hatte. Und dann war das meine Pflicht,
dem ein Stückchen Schokolade zu besorgen. Und wenn das der Wunsch ist, von meiner Mama ins Kino zu gehen mit jemandem, ja, dann mache ich das. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Und naja, also wenn einer dabei ist, der vielleicht Lust hat, der vielleicht auch alleine ist, der kann sich gerne bei mir melden. Okay, ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und wir melden uns morgen. Wir machen heute Abend noch ein lustiges Video. Wir haben uns da was ausgedacht. Was heißt ausgedacht? Das ist wirklich passiert. Und das machen wir. Okay, dann wünsche ich euch noch was. Ja, bis später. Ciao.